Grüß Sank, ich bin der Matthias Moser und bin als Holzernteleiter im Forstbetrieb Traun-Innviertel der österreichischen Bundesforste AG tätig. Meine Aufgabe ist die Organisation der Holzernte und dabei unterstützt mich natürlich mein Holzernteteam. Ja, wie wichtig ein klimafitter Wald ist, hat uns leider der Winter 2019 bewiesen. Durch die enorme Schneelast sind da hunderte Hektar Wald beschädigt worden und die Bäume sind einfach zusammengebrochen wie Zündhölzer. Ja, während speziell in dieser Region früher stark auf die Fichte gesetzt worden ist, schon alleine aus Salinenzeiten, wo man einfach die Fichte braucht hat, versuchen wir jetzt genau das Gegenteil. Wir versuchen viele Baumarten auf die Fläche zu bringen, um das Risiko eben zu spreiten, um den Wald stabiler und resistenter gegen Naturgefahren zu machen oder auch gegen Schädlingsbefall. Also auch wenn ein Waldbestand wie dieser hier stark durch den Schneebruch in Mitleidenschaft gezogen worden ist, sehen wir das jetzt als Chance. Wir wollen da in der Zukunft einen stabilen, artenreichen und strukturierten Mischbestand erzeugen. Wir setzen da jetzt in der Holzernte schon den ersten Schritt zum Wald der Zukunft. Wir achten bei der Ernte vor allem auf die Ernteschäden, dass wir die vermeiden, dass wir vorhandene Naturverjüngungen nicht unnötig beschädigen. Und so können auch dann zukünftige Generationen den Rohstoff Holz im Wald der Zukunft nutzen.